Ladies and Gentlemen, willkommen im 20. Jahrhundert, einem Zeitalter der Aufklärung, in dem es jedem Menschen möglich ist, die Welt ein kleines bisschen zu verbessern. Wie, fragt ihr euch? Indem man als Privatperson humanitäre Hilfe in Ländern leistet, von denen die meisten hier noch nie gehört haben? Nein, natürlich nicht, sondern mit Hilfe von Online-Petitionen. Und da es wirklich eine Reihe von gut durchdachten, weltbewegenden Petitionen gibt, die all unser Leben zum Positiven hin verbessern könnten, habe ich mir gedacht, stelle ich doch einfach mal ein paar ausgewählte Petitionen vor, die ich auf der Seite thepetitionsite.com gefunden habe. Zum Beispiel: Schokolade ist keine Kindersklaverei wert! Also jemand, der solche Aussagen tätigt, hat wohl noch nie richtig gute Schokolade gegessen. Lecker, lecker. Unterschreib hier, wenn du weibliche Berufs-Emojis möchtest! Ja, wieso soll man denn dafür bitte unterschreiben? Die gibt es doch schon lange. Zum Beispiel die Stripperin, die brasilianischen Pornodarstellerin oder die französische LKW-Fahrerin. Akio Harry Potter Go. Wir wollen eine Harry Potter-Version von Pokémon Go. Eine tolle Idee, man könnte dann zum Beispiel unter Treppen Waisenkinder fangen. Klingt doch lustig. Ach ja, übrigens, falls sich hier jetzt jemand, wie zum Beispiel ich, fragen sollte, was genau denn eigentlich dieses Akio bedeutet. Unter Akio versteht man im Harry Potter-Universum einen Zauberspruch, mit dem man entfernte Dinge herbeirufen kann. Man sollte den also besser nicht in der Nähe einer Abtreibungsklinik aufsagen. Dem amerikanischen Frauenfußballteam den Respekt, den es verdient. Wow, stopp, stopp, stopp. Also Frauenfußball an sich ist in meinen Augen ja schon grausam genug, aber amerikanischer Frauenfußball, da schaue ich ja lieber Parkinson-Kranken beim Dartwerfen zu. Wobei, das stelle ich mir eigentlich tatsächlich ziemlich lustig vor. Sagt den Drehbuchautoren der Simpsons, dass sie aus Lisa Simpson eine Veganerin machen sollen. Ja, genau, weil Lisa als Charakter in der Serie nicht eh schon ätzend genug ist und jede Folge mit ihren kernbehinderten Moralpredigten versaut. Startet lieber mal eine Petition dafür, dass es mit Futurama weitergehen soll. Die neuen Staffeln der Simpsons sind einfach nur noch eine quotengerichtete Leichenschändung. Ekelhaft. Lasst uns von Krisen geplagte Kinder nicht alleine die Feiertage verbringen. Keine Angst. Ich bin mir sicher, dank dieser Petition werden sich genügend 50 Jahre alte Männer den Kindern annehmen. Frohe Weihnachten. Activision und Blizzard, bitte entfernt Waffen aus dem Spiel Overwatch. Ja, genau. Und als nächstes erfährt ihr bitte auch noch Zaubersprüche aus League of Legends und Kinder aus österreichischen Kellern. Schwachsinn sowas. Bowling verdient einen Platz bei den Olympischen Spielen. Ja, Mensch, wenn ihr schon dabei seid, dann sollten Schlammcatchen und Pole Dance auch noch gleich eine olympische Disziplin werden. Würde ich mir die Scheiße tatsächlich auch mal ansehen. Justin Bieber, es ist noch nicht zu spät zu sagen, dass es dir leid tut. Diese Petition kann ich tatsächlich mal unterschreiben. Es ist noch nicht zu spät dafür, dich für deine Existenz zu entschuldigen. Do it! So, und zu guter Letzt die wohl schönste Petition des heutigen Tages, die ich an dieser Stelle jetzt einmal versuchen möchte, wortgemäß vorzutragen. Epische Musik bitte. Danke. Titel der Petition ist ein Apostroph und sie wurde erstellt von der reizenden Anita an alle Menschen. Es ist an der Zeit. Es ist schon lange überfällig. Tiere sind vom Gesetz her Eigentum. Sind sie nicht. Sie sind Familie und sollten dieselben Rechte haben. Menschen. Eigentum ist Stuhl, Tisch, Haus. Alle nicht fühlenden Tiere fühlen alle Dinge wie Menschen. Wir sollten sein. An Tiervertreter, Pfleger und sollten ihre eigenen Anwälte haben. Ja, das war der offizielle Text. Und damit hat diese Petition tatsächlich 63 Wesen gefunden, die sie unterstützen. Die natürliche Selektion hat versagt. Aber jetzt seid ihr dran. Schreibt mir in die Kommentare glorreiche Ideen für Petitionen, die man starten könnte. Oder startet einfach direkt selber welche und postet die Links in den Kommentarbereich. Haut rein.